Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Als erstes zeige ich euch heute eine Zeitrafferaufnahme, die ich heute Nacht gemacht habe, von diesem wunderschönen Fukien-Tee, den wir gestern herausgenommen haben aus der Kokoserde, eingepflanzt haben ins mineralische Substrat, dementsprechend mit Wurzelschnitt. Und ich wollte wissen, so, wie reagiert die Pflanze darauf? Was können wir denn schon am ersten Tag bzw. Nacht sehen? Ich habe eine 12-Stunden Zeitrafferaufnahme gemacht, die wir sehen gemeinsam. Von diesen beiden Blüten, die sich geöffnet haben heute Nacht. Und das ist so cool anzusehen, wie das Ganze so funktioniert. Mega hübsch. Wir sehen auch, dass tatsächlich die Blüte vom Vortag abgeworfen wird von der Pflanze. Also sie blüht tatsächlich immer nur einen Tag. Die Blüte in dem Sinne, ne? Nicht die Pflanze. Und ja, produziert ständig neue Blüten. Das ist das Geilste überhaupt an diesem wunderschönen Fukien-Tee. Das wollte ich euch als Einstieg heute zeigen, um das mal, ne, zeigen zu können in dem Sinne, weiß Bescheid, okay. Ja, so Zeitrafferaufnahmen sind eine richtig coole Sache, das macht Spaß, weil man sieht dann tatsächlich mal, was passiert. Das kann man sonst augenscheinlich gar nicht wahrnehmen. Von daher ist das eine richtig coole Sache. So, ansonsten wird es heute voraussichtlich einige Updates geben, also Klimbim, hiervon was, davon was, dort von was, ne? Von dem einen und dem anderen dementsprechend. Ja, also hier ist wirklich wunderhübsch unser Fukien-Tee. Das ist so genial anzusehen, gerade heute interessanterweise. Nach dieser radikalen Maßnahme blüht sie extremst schön. Also das ist wirklich wunderbar. Meine Güte, was wir nicht alles mitnehmen können hier im Pflanzenreich. Es ist einfach nur hübsch anzusehen, wie wunderbar manche Pflanzen einfach zu pflegen sind. Das ist so herrlich. Oh ja, nun nicht nur als Bonsai, auch als Zimmerpflanze in dem Sinne. Allerdings, ganz klarer Fall, mit Pflanzenlicht, ne? Damit sie dann auch ganzjährig blühen kann und ganzjährig wachsen kann im Haus. Okay, das als Einstieg. Und dann schauen wir mal, was wir uns heute gemeinsam hier ansehen im Reich der Pflanzen im Haus. Kommen wir zu filigranen Bäumen hier im Haus bei uns. Das ist die Lärche, die vor kurzem gekeimt ist. Sieht wunderschön aus, richtig genial. Hübscher kleiner Kopf, also es ist so cool, dass auch das tatsächlich funktioniert. Wir müssen natürlich weiter beobachten, inwieweit sich das Pflänzchen dann entwickelt. Momentan ist noch kein Wachstum in dem Sinne von der Hauptknospe zu sehen, die sich auch erst noch entwickeln muss. Aber ja, ich würde sagen, das sieht schon mal richtig mega cool aus hier. Mit unserer Lärche im Haus. Das ist so cool. Was alles so geht, ne? Mega. So, dann bleiben wir auch bei den filigranen Sachen heute erstmal. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Guck mal hier. Pass auf, das ist unser Steckling vom 10.09.2019 von dem Fukien-Tee. Er blüht. Ist das nicht herrlich anzusehen? Obwohl er keine Wurzeln hat. Oh Mann, das ist schon so lange her. Ich mach mal eben die alte Blüte hier ab, ne? Damit das ein bisschen schicker aussieht. Ja, also es ist genial anzusehen, dass also die Stecklinge, die wir bewurzeln wollen, tatsächlich auch blühen hier im Haus. Ne? Und das interessanterweise auch fortlaufend. Also das ist auch richtig cool anzusehen, dass das also so, ja, funktioniert. Ne? Ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das Schätzchen immer noch grün ist und also wirklich tatsächlich blüht, aber keine Wurzeln ausbildet nach wie vor. Ne? Nun ja, müssen wir mal gucken, inwieweit sich das dann irgendwann mal ergibt, dass dann noch Wurzeln sichtbar werden. Ich denke mal, ne, Geduld haben. Irgendwann läuft es schon. Irgendwann wird es schon gehen. Auf jeden Fall cool mitzunehmen, dass die Stecklinge tatsächlich auch blühen können. Auf Instagram hatte ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen das schon mal gezeigt hier. Das ist unser Glücksbäumchen Brachyhyton. Nein, nicht das Bäumchen, sondern das, was wir abgeschnitten haben. Das haben wir ins Wasserglas gestellt hier. Im reinen Wasser, aus Mosewasser. Und wir sehen hier Lentizellen, die sich entwickeln. Interessanterweise nicht an der eigentlichen Pflanze in dem Sinne, also an dem Stiel, sondern da, wo die Blätter drauf saßen. Ne? Die sind dann abgeschmissen worden. Das heißt, wir haben sie abgeschnitten, Blattstiele drangelassen. Und die Blattstiele fallen dann nach gegebener Zeit ab. Das ist bei allen Pflanzen so, die dann ins Wasser kommen. Und dort, an diesen Stellen, wo die Pflanze die Blätter, also den Blattstiel abgeschmissen hat, entwickeln sich Lentizellen. Also das ist mal richtig cool anzusehen. Das geht jetzt auch relativ rasant, muss ich sagen. Das hat sich auch jetzt in den 2, 3 Tagen tatsächlich verdoppelt. Also da bin ich mal gespannt, ob uns das dann tatsächlich gelingt, dass dann auch dementsprechend dort Wurzeln entspringen. Aber das habe ich also jetzt, ist die erste Pflanze, bei der ich das beobachte, dass an den Blattstielen im Prinzip, an dem Blattansatz, Lentizellen sich entwickeln. Normalerweise hat man das ja direkt an dem, ja, an dem Stiel in dem Sinne, dass dort die Lentizellen herauswachsen. Aber hier ist das tatsächlich jetzt anders gegeben. Das könnte mal eine richtig spannende Geschichte werden. Das Pflänzchen selber sieht jetzt so aus, also noch gesund, okay, alles easy. Von daher auch hier
gegrillt haben und weiter beobachten. Das Ganze war am 4.11. Ja, das ist schon mal eine richtig coole Sache, dass das also jetzt auf diese Art und Weise im Prinzip jetzt hier abläuft, ne? Dass wir das mal so mitnehmen können. Lentizellen, die sich entwickeln direkt an der Blattstelle, beziehungsweise dort, wo das Blatt dran gesessen hat. Da weiß schon, was ich meine, okay? Also es ist mega cool anzusehen jetzt. Das ist also eine richtig coole Erscheinung. Aber wie gesagt, auch hier reines Wasser verwendet. Es wird nicht gewechselt, das Wasser bei uns, die Pflanzen bleiben dort drin stehen. Es sei denn, man sieht, dass irgendwas passieren sollte, aber bisher ist das eigentlich noch nie vorgekommen mit dem reinen Wasser. Aber im Leitungswasser sieht es allerdings anders aus, da muss man dann schon aufpassen. Okay. Kommen wir jetzt zu der Mutterpflanze von dem Baby, was wir gerade gesehen haben, von unserem Glücksbäumchen. Wir erinnern uns, am 19.08.2019 hat das Ganze mit diesem Langzeitdünger von Lechuza aufgedüngt unten im Wasser. Und beobachten das seit geraumer Zeit und wir sehen eine extrem schöne Entwicklung der Pflanze. Hier muss auch wieder neues Wasser rein. Ach, guck mal, da können wir nachher auch mal wieder nachmessen, für alle, die das interessiert. Aber guck mal, man sieht jetzt den oberen Bereich nach dem Rückschnitt. Guck dir das mal an, wie kräftig die Pflanze hier herauswächst. Also das ist echt der Wahnsinn. Sag mal, ich mache gleich mal kurz andere Einstellungen. Nee, warte mal, ich gehe einfach mal rüber und zeige euch mal, wie das Ganze jetzt ausschaut. Es ist so hübsch anzusehen, wie die Pflanze sich jetzt hier entwickelt. Das ist also wirklich mega hübsch, richtig cool. Guck dir das mal an. Das ist so genial, wie die herauswächst. Also das ist der Wahnsinn. Guck mal, die ersten Blätter, die herausgewachsen sind nach dem Rückschnitt, sind schon wesentlich größer als die eigentliche Pflanze. Also damit habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. In der Regel ist ja so, dass zwar ein starker Neuaustrieb stattfindet, die ersten Blättchen aber in der Regel kleiner sind und dann größer werden, aber hier ist genau umgekehrt. Und was wir wunderbar beobachten können, wieder bei diesem Glücksbäumchen, die ersten Blätter, die ausgebildet wurden, sind länglich. Tada! Und die nächsten Blätter, die ausgebildet werden, sind wieder eingebuchtet. Also das ist eine fantastische, ja, ich wollte gerade sagen, Vorgehensweise der Pflanze. Also dass die Pflanze uns das so zeigt, das ist extremst hübsch. Ne? Sie hatte schon immer wieder mal also längliche Blätter ausgebildet, dann gebuchtete Blätter, dann mal wieder längliche Blätter und so weiter und so fort. Und dieses Mal tatsächlich erst die länglichen Blätter, bei beiden Austrieben, wir haben ja zwei Austriebe hier, ne? Bei beiden längliche Blätter. Und dann bei beiden Neuaustrieben dementsprechend dann jetzt hier diese gebuchteten, wunderschönen Blätter. Also, dass eine Pflanzenart zweierlei verschiedene Blätter hervorbringt, ist auch nicht alltäglich, vor allen Dingen auch im Wechsel in dem Sinne. Ne? Das ist ein wunderhübsches Bäumchen. Das macht so viel Freude und ist so einfach in der Pflege. So, bevor wir hier gleich reingucken in die Geschichte, wie das denn jetzt aussieht mit den Werten des Wassers, mache ich erstmal eine Pause und gehe erstmal frühstücken. Weißt du Bescheid? Okay, bis gleich. Oder eigentlich bis jetzt. Ihr könnt ja weiter gucken. Oh, da ist so. Guckt ihr das mal an, was die abgeht, ne? Dann nehmen wir heute auf jeden Fall was von mit und müssen mal gucken in der Vorgehensweise mit dem Langzeitdünger. Ne? Da denke ich mal, das könnte mega interessant werden für die Zukunft. Denn wir haben einige Pflanzen hier abgehen wie Rakete, aber aus anderen Gründen. Okay. So, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ist gleich erst soweit. Pass auf, wir nehmen das Schätzchen jetzt mal raus hier. Unser Glücksbäumchen, das ist so cool. Das ist mega cool. So, auch wenn ich mich da gleich nicht drauf setze. Ne? Wachstum ist genialst. Wurde bis jetzt nicht nachgedacht. Och, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ne? Also es ist auf jeden Fall keine Überdüngung. Also hat keine Überdüngung stattgefunden in dem Sinne. Ich würde sagen, im Moment lasse ich das noch so. Krieg den, ach nee, da kommt hier direkt aus dem, der kommt direkt hier aus dem Füßchen raus. Komm her. Machen wir jetzt sowieso zwischendurch das Ganze abnehmen, damit es halt nicht dominant hier hineinwachsen. Das machen wir auch heute dann so, okay? So, dann stelle ich das Schätzchen jetzt mal hier an die Seite, ohne dass man irgendwas runterplumpst hier. Das erste, was wir jetzt machen, ne, weiß Bescheid, Mikro-Siemens-Wert messen, um einen Anhaltspunkt zu haben, was wir hier dann jetzt noch drinnen haben, inwieweit sich die Werte verändert haben oder wie auch immer. Wir haben knapp etwas über 1000 Mikrosiemens, also nach wie vor ausreichend Nährstoffe für die Pflanze scheinbar richtig genial. Das heißt, wir müssen nicht aufdüngen, sondern wir füllen nur Wasser nach. Und da müssen wir dann jetzt beobachten, inwieweit sich die Werte, ach, warte mal, Werte dann nochmal verändern. Ich wollte ein bisschen Wasser hier rausgießen, dann muss ich allerdings gleich wieder zurückgießen. Das brauche ich gerade mal, um den pH-Wert zu messen. Ich würde sagen, das mache ich just alleine und dann schauen wir gleich mal, wie es damit weitergeht. Wird auf jeden Fall mit Wasser wieder aufgefüllt. Muss gleich mal gucken, welches Wasser wir verwenden. Ich würde sagen, ich mache mir erstmal Gedanken. Lass das erstmal messen hier und dann sehen wir gleich, was wir weitermachen mit diesen Bäumchen.
Es ist doch interessant, nach langer Zeit mal wieder zu messen. Wir haben jetzt etwas über 1000 Mikrosiemens, was wir vorhin gesehen haben, also vollkommen ausreichend. pH-Wert liegt bei 4,8, könnt ihr so wahrscheinlich nicht sehen, ist aber tatsächlich so gegeben. So, pass auf, Wasser kippe ich hier wieder rein, damit er alles behält, was er kriegt. Ich sprühe das nun eben just sauber. So, okay, 4,8, nehmen wir so mit, ne? Das heißt, wir werden jetzt Wasser auffüllen, weil die Pflanze wieder Wasser braucht. Und wir machen das so, wie wir es jetzt generell handhaben. 3/4 Liter Osmosewasser, reines Wasser, 1/4 Liter Leitungswasser. Und da kommen wir auf einen Mikrosiemenswert von etwas, mal gucken, ne? Ich will nicht verraten, ja, knapp 200, 100, 180 Mikrosiemens, ne? Dass wir das dann dementsprechend so mitnehmen. So, das fülle ich jetzt nicht einfach unten rein, sondern das gießen wir tatsächlich über das Substrat hinein, damit wir im Prinzip das Ganze auch mal so ein bisschen durchspülen, ne? Und zu sehen, wie die Werte sich dann im Laufe der Zeit wieder im Wasserbehälter verändern. Ja, das ist eine coole Sache, ein bisschen Langzeitdünger. Also, ne, wir sind ja im Prinzip, ist das die einzige Pflanze, die wir haben, wo wir das tatsächlich anwenden. Aus einem ganz einfachen Grund, ja, weil ich zu viele Pflanzen habe. Und wenn du bei jeder Pflanze zu verschiedenen Zeiten eine Langzeitdünger einsetzt, ist das dann nicht so einfach in der Handhabung, wobei wir ja eigentlich sowieso messen. Von daher ist das eigentlich, würde ich sagen, zukunftsweisend auch dann für unsere Pflanzen hier, sie mit Langzeitdünger zu versorgen. Aber wir müssen gucken, wie viel. Das ist ganz wichtig, denn wir haben ja verschiedene Pflanzen, ne? Manche sind da empfindlicher, manche nicht, ne? Manche brauchen mehr, manche weniger und so weiter und so fort. Und wir wollten ja auch beobachten, inwieweit sich der pH-Wert verändert, in dem Sinne mit diesen Nährstoffen gegeben und dem Wasser, das wir verwenden. Das können wir jetzt beobachten und von daher warten wir noch ein bisschen ab, bis wir dann tatsächlich dazu übergehen, das Ganze bei mehreren Pflanzen zu machen. Ne? Auf jeden Fall hier bei dem Glücksbäumchen ist es eine mega coole Sache. Es ist auch gut mal, ne? Pi mal Daumen, was Bescheid passt schon fast. Ne? So, kleinen Schluck noch rein hier. Und dann ist die Pflanze erstmal für eine lange Zeit wieder versorgt. Bei gegebener Zeit werden wir das Ganze dann wieder nachmessen. Ach komm, den Rest kannst du auch noch reingießen. Ups, ich habe es rübergegossen. Kann ja ruhig ein bisschen mehr drin stehen. Das ist nicht so wild hier bei dem mineralischen Substrat. So, also eine mega coole Sache bei dieser Pflanze mit dem Langzeitdünger. Also das werden wir auf jeden Fall fortlaufend weiter verfolgen, beobachten, inwieweit die Pflanzen darauf reagieren, wie das Wasser darauf reagiert, wie das Wachstum ist der Pflanze und so weiter und so fort, um dementsprechend etwas zu lernen und dann später sagen zu können, was Fakt ist, ne, was mit diesem Dünger passiert, beziehungsweise mit dem, guck dir das mal an, was mit den Pflanzen passiert, ne? Schmitz Katze, weißt du Bescheid? Okay, jetzt gehe ich auch noch mal frühstücken. Wohlgesättigt geht es einem doch viel besser. Es geht den Pflanzen übrigens genauso. So, wir haben jetzt hier 500 Mikrosiemens circa noch drin, Pi mal Daumen, ein pH-Wert von 7,5, ne? Bedingt eben auch durch das Leitungswasser, was mit dabei gekommen ist. Und da gucken wir mal, wie weit sich die Werte verändern. Der Dünger soll ja, der Langzeitdünger, für ein halbes Jahr ausreichen. Wir haben jetzt 3 Monate etwa. Von daher müssten wir noch mal 3 Monate Zeit haben in dem Sinne, ne? So, die muss ich gleich noch mal sauber machen. So, dann kommen wir nämlich schon zum nächsten, was hier steht, die indische Telegrafenpflanze, die tanzende Pflanze. Ne? So, das stelle ich schon mal weg. Ja, so kommt das, ne? Kommst du einfach von einem Tisch auf den anderen und hast noch nicht mal aufgeräumt, ne? So, hier steht an die Seite und nehmen wir das Schätzchen jetzt mal zur Brust. Sie ist kräftig gewachsen. Das Ganze war, wann war das? Ich habe es gerade noch drauf geschrieben, am 13.11. haben wir das Ganze auf 760 Mikrosiemens aufgedüngt und zwar mit dem Compo Complete. Den Dünger, den wir jetzt hier im Test haben. Ne? So, ich würde sagen, ja, das ist gut gelaufen. Richtig gut gelaufen. Sie hat kräftige Blätter bekommen, kräftiges Wachstum. Das Grün ist wesentlich dunkler geworden und der Zuwachs im oberen Bereich hier, der wird wesentlich dicker als vorher. Der Stamm steht stabil mittlerweile, ist dem Wind ausgesetzt worden jetzt, dementsprechend seit 2 Wochen. Also auch hier sehen wir tatsächlich, Faktor Wind ist ganz wichtig, ne? Warum, weißt du ja, ne? Oder? Weißt du es noch nicht? Wenn nicht, sage ich es dir jetzt. Der Wind entzieht der Pflanze Wasser. Das Wasser wird nachgesogen von der Pflanze, dementsprechend die Nährstoffe auch. Und die Pflanze kann wesentlich besser, schneller dementsprechend wachsen. Das ist, ups, eine coole Sache. Jetzt habe ich den einfach abgezogen. Hier, glaubst du das wohl? Ja, kommt davon, wenn man das nicht richtig drauf macht, ne? Siehst du wohl, setz live hier, pass mal auf. Dann muss ich den mal rausnehmen, gleich wieder zusammenstecken. Schauen wir erstmal so rein, soweit ist alles okay. Kommen jetzt mittlerweile unten auch weiße, feine Wurzeln durch, was vorher ja nicht gegeben war. Dann messen wir erstmal den Mikrosiemenswert kurz. Das geht ja relativ flott immer.
Soll ich den pH-Wert auch messen? Nein, wir müssen ja nicht alles messen. So, wir sind bei 750, alles easy, alles okay. Können wir so lassen. Da brauchen wir gar nichts machen. Okay, also auch das funktioniert. So, dann stecke ich den mal eben wieder drauf hier. Also wie kann das denn passieren? Das ist aber, was Bescheid? Okay, es kommt auf, wenn du das 50 Mal hin und, rein und raus steckst. Ne? Kommt das vor. So, also, sie ist wunderschön gewachsen, richtig genial, kräftig. Habe ich eigentlich das Mikro eingeschaltet? Ja, Gott sei Dank. Also manchmal, ja manchmal vergesse ich das echt. Dann stehst du da, ja, es nochmal machen. Also, mit dem Dünger läuft genial. Hier sind zusätzlich, um es nochmal zu sagen, Calcium und Magnesium mit drin, was bei vielen anderen Düngern gar nicht gegeben ist. Und da wir also verschiedene Pflanzen hatten, die Blattveränderungen an Flecken und hast du nicht gesehen, und das hatten wir irgendwie nicht in den Griff bekommen, habe ich mir gedacht, okay, komm, den Dünger gibt es mit Calcium und mit Magnesium. Also versuchen wir es mal und schauen mal, wie die Pflanzen sich damit entwickeln. Und ich muss sagen, coole Sache, ne? Du tanzende Pflanze. Endlich hast du richtig Kraft und bist nicht mehr so ein altes Schwabbelding. Siehst du wohl, ne? So, dann klebe ich das wieder dran hier, damit wir das nicht vergessen. Jetzt habe ich ihn nass gemacht. Damit wir das nicht vergessen, das ist immer ganz wichtig. Sonst muss ich mal selber nachgucken bei den Filmen, was wir denn da beim letzten Mal gemacht haben. Ne? Ja, das ist richtig cool. Die geht ab wie Schmitz' Katze. Wie gesagt, ist auch dem Wind jetzt ausgesetzt worden, aber das wissen wir ja mit dem Wind. Ne? Zumindest alle, die ja schon länger verfolgen. So, mal auf, ich guck mal. Ach nee, komm, jetzt machen wir erstmal das Päckchen. Ne? Oh, das macht so viel Freude, sage ich euch. Nicht nur Päckchen auspacken, sondern das Ganze mit den Pflanzen hier. Das ist eine richtig coole Sache. So, was uns jetzt erwartet, weiß ich nicht. Von daher, lasst uns überraschen. Wer da jetzt keinen Bock zu hat, der kann das gerne abschalten. In dem Sinne aber nicht vergessen, ne? Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald. So, wir machen jetzt weiter hier. Für alle, die noch dabei bleiben wollen. Um mal zu gucken, was uns hier erwartet. So. Guck mal, Päckchen Eistee. Siehst du wohl. Pass mal auf. Ich kann so viel schon mal sagen. Das Päckchen ist von der lieben Jeanette. Das weiß ich schon mal. So, mal gucken. Tada, tada, tadam. Danke für deine tollen Videos. Ja, das ist mega cool. Für Nicole, das ist für Nicole, das lasse ich dann geschlossen. Ne? Das mache ich dann nicht auf. Weil es ist ja nicht an mich adressiert. Ne? Weißt du Bescheid? Von daher. Postgeheimnis, ne? So, liebe Jeanette, was erwartet uns hier? Eine wunderschöne Karte. Richtig schön. Oh ja, Kekszeit beginnt. Oh, das ist so cool. Warte mal, habe ich mich jetzt... So, war das richtig. Guck mal hier. Diese Karte darfst du gerne vorlesen beim nächsten Dreh. Liebe Grüße, Jenny. Pass mal auf, Jenny. Jeanette, Jenny. Dann setze ich mich jetzt doch mal hin. Pack mal gleich aus. Keine Bange, ich nehme da jetzt nichts mehr raus. Ne? Kriegt alles mit. Hallo lieber Detlef. In einem deiner Videos habe ich vernommen, dass du Litschis suchst. Ja, allerdings. Komme ich gleich dazu. Aber leider noch nicht fündig wurdest. Okay, komme ich jetzt dazu. Gestern bin ich fündig geworden. Lachst dich kaputt. Ne, ist verrückt. Ich bin ins Geschäft rein. Bumm, das erste, was mir ins Auge gefallen ist, sind die Litschis. Und es war nur so ein ganz kleines Kästchen. Da waren vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Stück drin oder so. Ich habe mal 10 Stück mitgenommen zum Essen und weiß Bescheid. Ich hatte letztens Glück und fand sie im Angebot. Dachte, wenn ich mir ein paar besorgen kann, dann warum nicht auch für dich und deinen Kanal. Ja, ganz lieben Dank. Ich hoffe, sie kommen heil an. Ja, da werden wir gleich sehen, ne, ob die heil angekommen sind. Liebe Grüße aus... Blabla, Jenny, okay? Das andere weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt vorlesen soll. Deine Videos haben mir schon oft bei manchen Pflanzenproblemen geholfen. Bitte, 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 bitte. Bitte bleib so, wie du bist und mach weiter so. Ja, ganz lieben Dank, Jenny. Das werde ich auf jeden Fall, weil es ist mein Leben geworden. Ne? Es ist mein Leben. Ich denke mal, das merkt man mir auch an, obwohl ich war schon als kleines Kind so. Bin ich ganz ehrlich. Ne? Als kleines Kind habe ich schon im Dreck gebuddelt, wenn die anderen im Sandkasten gebuddelt haben. Weißt du Bescheid? So, dann wollen wir doch mal gucken. Was haben wir denn hier? Okay. Was Süßes. Ich darf das zeigen. Ich mache Werbung hier. Weißt Bescheid? Es ist ein Werbekanal. Oh, jetzt wird es aber spannend. Moment. Kriege ich das jetzt so hin? Hier sind die Litschis drin. Ja. Glaube ich zumindest. Ich mache da gleich mal auf. Ne? Jetzt kann man wahrscheinlich nicht viel lesen. Ich mache das gleich mal auf. Ja. Das sind Litschis.
So. Oh Mann. Ist ja schon Weihnachten heute. Was ist das? Das sind ja alles Produkte, die kenne ich gar nicht. Sag mal, Moment. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen sehen jetzt hier. Echter Appenzeller Bärli. Kennt ihr sowas? Echter Appenzeller Bärli. Kennt ich nicht. Aber nun ja, wir lernen dann hier einiges kennen. Mal, was haben wir dann hier noch? Ja, allseits beliebt für die Kinder. Ganz klarer Fall. Chupa Chups. Weißt du Bescheid? Oh, das ist cool. Chupa Chups. Ja, die gehen immer bei Kindern, auf jeden Fall. So, meine Güte, das ist ja schon ein richtiges Weihnachtspäckchen. Habe ich das jetzt zu früh aufgemacht? Nee, ich muss es ja aufmachen wegen der Litschis. Ah, lol. Toblerone. Swiss Milk Chocolate with Honey and Almond Nugget. Nougat, ne? Weißt du Bescheid? Swiss Milk, okay. Also das verrät ja schon mal was vom Land in dem Sinne, ne? Weißt du Bescheid? So, dann haben wir hier Hansaplast. Ach, guck mal. Ja, ne, wenn du Kinder hast, musst du immer im Haus haben. Ganz klarer Fall. Und so gehen die Wunden dann auf jeden Fall viel, viel schneller weg. Guck mal. Sogar beschriftet mit, oh, ich hoffe, man kann es jetzt vielleicht lesen. Ne? Einmal für Svenja und einmal für Melody. Ich plumpst mir das hier nicht gleich runter. Ich muss die Litschis gleich mal aufmachen. Mal gucken, wie die jetzt aussehen. So, dann haben wir hier nochmal diese Appenzeller Bärli Biber. Okay, gefüllt. Ah, der bin ich aber gespannt. Bärli Biber. Gefüllt. Das noch auf. So. Und wo das ist? Oho. Dartpfeile. Das ist ja auch cool. Für den Erik. Ja, der Erik, der spielt das gerne, obwohl, wenn ich die Pfeile so sehe, da kriege ich aber auch Bock. Die sind ja cool. So, und dann haben wir hier noch. Jetzt muss ich gucken, jetzt bestimmt immer alles beschriftet, ne? Für Nicole. Nicole und Familie. Chocolate. Das kann ich aber nicht. Olet. So, das Ding mit dem weißen Kreuz drin, ne? Die habe ich auch noch nicht gesehen, die Schokolade. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Da kommen ja tatsächlich jetzt mal Süßigkeiten aus einem anderen Land in dem Sinne. Da bin ich auch gespannt drauf. Genießen in dem Sinne. So, liebe Jenny, ganz, ganz lieben Dank. Also bin ich aber gespannt, wie die Sachen schmecken. Achso, die Litschis, mach mal auf. Ich mache einfach mal einen auf hier, um mal zu gucken, wie sie ausschauen. Ja, sie sehen richtig schön knackig aus. Alles okay. Sind nicht weich, nicht schimmelig, nicht matschig. Alles okay. Super. Herzlichen Dank. Ja, mal gucken. Dann kann ich ja zwei verschiedene Aussaaten machen im Prinzip. Einmal deine Litschis und meine Litschis, die ich jetzt gefunden habe. Bei uns im Rewe. Mal gucken, vielleicht wachsen die Pflanzen ja tatsächlich auch ganz anders. Weiß man nicht, ne? Alles durchaus denkbar. Haben wir schon erlebt bei vielen Samen, dass die komplett unterschiedlich wachsen. Warum soll das bei den Litschis nicht auch so gegeben sein, ne? Vielleicht sind die Litschis in der Schweiz ja ganz anders als bei uns. Okay. So, herzlichen Dank, Jenny. Da werden sich die Kinder auf jeden Fall auch freuen. Und die Nicole. Okay, so, jetzt mache ich Feierabend, ich habe heute noch eine ganze Menge vor. Ich muss mich mal hier wieder, ne, weiß Bescheid. Ratzefatze, Nicole ist zu Hause, dann könnt ihr Glatze mal machen hier. Und von daher, ein paar andere Sachen habe ich auch noch zu tun. Achso, die Lampen aufhängen im Badezimmer muss ich noch für das neue Pflanzenprojekt. Das wird eine mega coole Sache, auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt drauf. So, meine Lieben, weißt Bescheid? Wenn du noch nicht abgeschaltet hattest, ne? Winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Herzlichen Dank, Jenny. Ach, das ist ja cool. So, dann, was nehme ich denn jetzt zuerst mit? Pass mal auf. Das nehmen wir mit erstmal für die Kiddies. Okay? Das andere mache ich später. Ganz herzlichen Dank. Ach Mann, das ist so schön. So, das übrigens hat die Svenja gemacht. Ist doch schick, oder? Ja, mega cool. So einfach kann man das Leben schöner machen. So, meine Lieben, jetzt aber Feierabend. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Oder in einem der nächsten Filme. Muss ja nicht jeden Film gucken. Ne? Aber ich kann euch verraten, es ist immer spannend. Auch wenn der Titel nicht alles aussagt. Du findest auch Sachen im Film drin, wo du gar nicht mit rechnest, dass das plötzlich darin vorkommt. Pflanzentechnisch gesehen. Ne? Also wir erleben immer wieder Überraschungen. Man sollte nicht zu sehr sich versteifen auf den Titel. Weil da fällt mir mittlerweile auch ehrlich gesagt nicht mehr viel ein. Vielleicht sollte ich einfach nur noch Nummern reinschreiben. Ne? Nummer 1. Titel Nummer 1. Titel Nummer 2. Titel Nummer 3. Okay, weißt Bescheid? Bei so vielen Videos mittlerweile. Ja, sind ja schon gar nicht. Keine Ahnung, wie viele sind da jetzt eigentlich? 2000 ein paar zerquetsche. Müsste ich eigentlich mal nachgucken. Ne? Okay. See you later.